Willkommen auf dem Kanal Planet Coaster Gaming. Heute geht es mal um die Neuigkeiten aus dem Moviepark. Die haben nämlich heute einen neuen Themenbereich angekündigt für 2019. Beziehungsweise schon fürs Frühjahr 2019. Und zwar den Themenbereich Adventure Bay im Paw Patrol Thematisierung. Ja, der ganze Themenbereich wird sich später links neben dem Eingang von Excalibur befinden. Da, wo jetzt noch ein Teil des Nicklands war. Das Nicklands wird es zwar auch weitergeben. Also sozusagen ein weiterer Teil des Nicklands und ein einheitlich thematisierter Teil des Nicklands. Ja, die Paw Patrol ist eine Serie, wo es um Hunde geht, die auf Nickelodeon läuft. Das heißt, der Park baut im Prinzip die Verbindung mit Nickelodeon weiter aus und auch auf jeden Fall dieses Angebot für die ganze Familie möchte der Moviepark auf jeden Fall auch ausbauen, wie er das in dem Bericht sagt. Jetzt interessiert ihr euch wahrscheinlich dafür, was es da für neue Attraktionen gibt. Fangen wir einfach direkt mal links neben dem Eingang von Excalibur an. Da wird es, ist also der ganze Themenbereich nochmal in kleinere Bereiche so ein bisschen eingeteilt. Das ist so direkt links daneben, wie gesagt, ist der Beach-Themenbereich. Da werdet ihr einen Spielplatz vorfinden, halt im Sand. Und die alte Attraktion Sweeper Sweeper wird umthematisiert zum Zuma Zuma, passend zu dem Strandthema eben. In der Mitte des Themenbereichs wird euch ein 15 Meter hoher Meet and Greet tun mit dem Thema der Zentrale von Paw Patrol und da werdet ihr eben Meet and Greet Möglichkeiten haben mit den Helden von Paw Patrol und ein Foto und der bietet einen Fotopoint. Diese Fotopoints gibt es überall in der im Bereich verteilt in Autos, in den Autos von Paw Patrol, wo dann Kinder oder Leute Bilder mit den Helden von Paw Patrol machen können. Außerdem gibt es noch einen neuen Convoy Ride von Samperla mit dem Namen, Moment, den habe ich jetzt wieder vergessen, Paw Patrol Adventure Ride, und da wird man im Prinzip einfach draußen ein bisschen lang fahren und mit den Mobilen aus der Sendung fahren und sozusagen noch ein bisschen mehr in diesen Bereich einfach eintauchen. Ja, wie schon gesagt, dieser Bereich soll einfach das Nicklet erweitern und auch einfach für kleinere Gäste mehr bieten. Und ist halt auch darauf auf die Meet-and-Greet-Points und auch Fotopoints spezialisiert, einfach damit die Leute mehr, die diese Serie mögen, in diese Serie eintauchen können. Es gab auch schon davor Meet-and-Greets mit den Figuren aus dieser Serie und diese Nachfrage nach denen war so hoch, dass jetzt dieser Themenbereich eröffnet, so sagt das zumindest der Moviepark. Außerdem wird es noch andere Angebote zu diesem Thema Paw Patrol geben, zum Beispiel soll es die Möglichkeit geben, einen Paw Patrol Kindergeburtstag im Moviepark zu feiern und sogar spezielle Paw Patrol Familien-Saison-Tickets soll es geben, ab dieser Saison, was alles dieses Erlebnis noch vervollständigen soll. Ja, also das war auf jeden Fall, waren so alle Neuigkeiten, die dem Moviepark so erwarten mit diesem neuen Themenbereich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es hat euch informiert. Schreibt mir gerne mal, was ihr so erwartet oder wie ihr das findet, dass jetzt so auf dieses Thema Paw Patrol aufgebaut wird, was natürlich jetzt auch echt nicht für jeden was ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.